Frau Eckstedt, Sie hatten im Alter von 35 Jahren im Jahr 2009 eine Nahtoderfahrung während eines 8-minütigen Herzstillstandes. Was haben Sie dabei erlebt? Ja, ich hatte eine fulminante Lungenembolie. Nach einer Fehlgeburt habe ich eine Thrombose entwickelt. Und ich war im Krankenhaus und man teilte mir also mit, dass es eine fulminante Lungenembolie war und dass man jetzt nichts mehr tun konnte. Es war zu spät, es war zu weit fortgeschritten. Und ich habe in dem Moment, als man mir das sagte, da wurde mein Geist wach. So wach, wie ich vorher noch nie gewesen bin. Und ich hatte keine Angst. Ich wusste, ich werde jetzt sterben. Und ich habe um etwas mehr Zeit gebeten. Also nicht im Sinne von, ich möchte überleben, sondern ich wollte Zeit genug haben, um Frieden zu schließen mit meinem Leben. Weil so viele, viele schmerzvolle Erfahrungen darin lagen. Und als ich damit fertig war, als ich umfassend mir mein Leben betrachtet hatte und verziehen habe, da sagte ich im Gebet diesen Satz: In deine Hände befehle ich meinen Geist. Das war der mutigste Satz meines Lebens, weil ich große Angst hatte, natürlich zu sterben. Und auch wenn ich so keine Angst hatte vor dem Tod, wusste ich ja doch, dass jetzt mein Leben zu Ende ist. Und für einen Moment lag ich da in diesem Krankenhausbett und habe gelauert oder gewartet, was jetzt passiert. Und dann sah ich, dass jemand eintrat, der sich an mein Bettende stellte. Und ich nahm dieses Wesen als sehr vertraut wahr. Ich habe einen Mann im Anzug wahrgenommen und ich fühlte mich freundschaftlich verbunden. Ich kann aber nicht sagen, wer das gewesen ist. Ich hatte den Impuls aufzustehen und ich stand auch auf und ging zu ihm und sah zurück auf das Bett und es war leer. Und ich stand vor ihm und dann schrillte so ein Alarm los und die Krankenschwester lief an mir vorbei zum leeren Bett. Und dieser Alarmton, der wurde leiser und verschwand in Stille. Und vor mir öffnete sich ein Vorhang, ein dünner Vorhang. Ich hatte den 1000-mal in meinem Leben gesehen vorher. Und dahinter war es dunkel. Und ich bin durchgetreten mit diesem Begleiter. Er sprach mich nicht an, er war ganz still und er berührte mich auch nicht, aber ich spürte ihn neben mir. Und hinter mir, da schwang der Vorhang wieder zu und dann war es einen Moment dunkel und still. Es war nicht bedrohlich, ich hatte überhaupt keine Angst. Es war geborgen und es war still und ich war in diesem Raum einen Moment lang in Dunkelheit und mir wurde bewusst, dass ich nicht mehr Tochter war oder Mutter oder Ehefrau oder Anke, sondern ich. Und als ich das bemerkte, dass ich etwas anderes bin als das, was ich bis dahin dachte zu sein, da fing das an, dass es langsam heller wurde. Aber es war keine Sonne oder Lampe, die anging, sondern es zogen sich dünne Fäden aus Licht um mich herum. Die waren in verschiedenen Farben, in Silber und Aquamarin. Und ich wurde gewahr, dass ich in einem hohen Raum stand. In einem hohen und weiten Raum. Und dieser Begleiter, der neben mir war, der trat einen Schritt zurück. Und ich stand einen Moment alleine und dann nahm ich in einiger Entfernung
Wesen war. Ich dachte, es sind Engel. Oder ich habe sie auch so genannt. Sie sahen eindeutig menschlich aus, aber es waren keine Menschen. Sie waren liebevoll. Und sie saßen in einiger Entfernung und nur einer von ihnen hat das Wort an mich gerichtet. Er sprach leise und liebevoll, ja, das ist das Wort, voller Güte und Gnade. Und er stellte mir Fragen. Er betrachtete mit mir gemeinsam mein Leben. Aber er wertete nicht, er sprach keine Urteile, sondern er ging mit mir zusammen geistig von Station zu Station meines Lebens. Und wir betrachteten, ja, mich und nicht die anderen. Es ging nicht darum, Werturteile zu treffen. Ich hatte überhaupt keine Angst. Es war die komplette Abwesenheit von Angst. Als würde das Gefühl nicht existieren. Als hätte man keine Angst. Als wäre das gar nicht da. Also, das gab es gar nicht. Und wir haben in meiner Erinnerung lange gesprochen, eben über mein Leben. Und er fragte mich, was ich mir gewünscht hätte, was ich anders machen würde oder lieber anders gemacht hätte. Und ich habe ihm gesagt, dass ich alles nochmal genauso machen würde, weil ich gar nicht anders konnte, als genauso zu sein, wie ich bin. Und dass ich mir nur wünschen würde, keine Angst zu haben. Dass ich mir nur wünschen würde, einfach ich selbst sein zu können und zu leben ohne Angst. Ich habe mein Leben nicht bereut. Und der letzte tatsächliche Richterspruch, von dem ich glaubte, weil ich aus diesem christlichen Hintergrund kam, dass ihn Gott über mich sprechen würde, von dem ich glaubte, dass Gott oder ein höheres Wesen sagen würde, das war gut und das war schlecht. Diesen Richterspruch, den habe ich gefällt. Und ich bin an den Punkt gekommen, an dem ich sah, dass wenn ich in Liebe gewesen wäre, ich anders gehandelt hätte. Und ich habe das verziehen. Ich habe es mir verziehen, weil ich ein Mensch bin. Und in der Welt hier haben wir Angst, alle. Und in dem Moment, wo die Angst übernimmt, in dem Augenblick geht es in eine andere Richtung weiter. Und mein Wunsch war es, nicht mehr aus Angst handeln zu müssen. Mein Wunsch war es, in der Liebe zu bleiben, in jedem Moment. Und das ist nicht romantisch, das ist nicht lustig, das ist keine Herzchenmalerei. Das ist harte Arbeit. Das ist ein ständiges Sich-Reflektieren. Und das ist ein sich immer wieder ins Bewusstsein rufen. Ist das, was ich jetzt gerade sage, liebevoll? Ist das, was ich jetzt gerade will, liebevoll? Und wenn es ein Nein ist, dann zu schweigen und dann zurückzutreten und zu sagen, gut, ich will es dann lieber nicht. Das ist Arbeit. Aber ich bin mit dieser Aufgabe inzwischen vertraut. Und ich lebe seitdem genau so. Und vorher hatte ich diese Chance nicht. Ich hatte die Chance nicht zu sagen, ich habe jetzt Liebe oder Angst und wenn es nicht liebevoll ist, mache ich es nicht, weil vorher die Not überwogen hat. Verstehen Sie, wir Menschen interagieren miteinander in großem Misstrauen. Wir fürchten den anderen und wir fürchten das Leben. Wir fürchten das Leben fast mehr als den Tod. Wir fürchten uns, rauszugehen in die Welt und uns zu zeigen. Und verstehen Sie, es ist nicht mutig von mir, dass jemand, der so aussieht wie ich und der so ist wie ich, an die Öffentlichkeit tritt mit dieser Geschichte, sondern es ist liebevoll, das, was ich zu sagen habe,
ist, dass wir Frieden haben können in unseren Herzen, dass wir den in uns schließen können mit unserem Leben. Und darüber haben wir gesprochen und dann hat er mich gefragt, was ich denn ohne Angst machen würde. Und ich habe gesagt, ich würde leben und ich würde den anderen Menschen davon erzählen, wie schön das Leben ist, dass es eine Gnade ist und keine Bürde, dass es voller Güte ist und dass wir alle so wertvolle Seelen sind, dass wir leben dürfen, dass es keine Strafe ist, auch wenn wir das hier manchmal so sehen. Und dann fragte er mich, ob ich mich das wirklich trauen würde. Und ich sagte, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich es mich trauen würde zu sagen. Aber wenn ich keine Angst hätte, würde ich es vielleicht versuchen. Und dann zeigte er mir Bilder und fragte mich, ob ich bereit bin. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin bereit. Ich kann mich an die Inhalte dieser Bilder nicht mehr erinnern. Das ist das Einzige, das ich vergessen habe. Ich weiß, dass es total wichtig gewesen ist, aber ich habe genau das vergessen. Ich weiß also nicht, was passiert oder ich kann das nicht sagen. Und möglicherweise hat er mir Bilder gezeigt, was passieren kann. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich weiß, den Inhalt dieses Bildes weiß ich nicht. Aber an alles andere erinnere ich mich. Und dann, ich sagte, ich bin bereit. Und im nächsten Moment war ich voller Angst, denn ich wusste jetzt nicht mehr, was passiert in dem Augenblick. Vor mir stand plötzlich ein Mann in Weiß und ich kriegte ein unglaublich geiles Licht in die Augen und es war sehr kalt. Und erst im Nachhinein wurde klar, als mein Gehirn wieder ansprang, dass ich wieder zu Bewusstsein kam in dem Moment. Vor mir stand ein Arzt, der mir mit einem Licht in die Augenreflexe testen wollte. Er wollte meinen Tod feststellen. Und das wusste ich aber in dem Augenblick nicht. In dem Augenblick war ich gerade noch in diesem Gefühl der vollkommenen Freiheit von Angst. Und im nächsten Augenblick hatte ich Angst, furchtbare Angst. Und ich dachte auch, jetzt bin ich tot. Aber ich fing wieder an zu leben. Ich war, also Sie waren dann wieder im Körper drinnen? Wieder da, ja. War das klinische Personal überrascht, dass Sie überlebt haben? Ja, der Arzt erschrak. Der Arzt erstmal war noch eine ganze Weile bei mir. Der Arzt wich einen Moment zurück in dieser ersten Sekunde und ich konnte ja nicht zurückweichen. Ich hatte das Bett um mich, aber ich wusste das noch gar nicht. Ich fühlte mich wie gefesselt oder an die Wand gedrückt. Ich hatte Angst. Und dann kam der Arzt wieder an mein Bett getreten und sagte, bleiben Sie bei mir. Er klackte mir so ins Gesicht. Und dann hat er mich gefragt, wie ich heiße. Und ob ich sehen könnte, wie viele Finger er hochhält. Ich war völlig überfordert in dem Moment. Und dann setzte sich der Arzt eine Weile zu mir ans Bett und stellte mir Fragen, eben wie ich heiße, ob ich weiß, was passiert ist, ob ich wüsste, wo ich sei und welche Krankheit ich habe. Und es brauchte Minuten, bis mein Gehirn wieder so weit lief, dass ich überhaupt verstand, was er von mir wollte. Und als er ging, hat er meine Hand genommen und gesagt, machen Sie das während meiner Schicht nicht nochmal. Und ich wusste nicht, was er meinte. Und dann war er draußen und die Schwester blieb bei mir die ganze Nacht. Aber ich wusste nicht, dass Nacht ist. Er ging raus und ich fühlte mich lebendig. Lebendig. Ich fühlte mich richtig am Leben. Ich habe die Schwester gebeten, mir einen Kaffee zu bringen. Und sie sagte, das ginge nicht, es sei mitten in der Nacht. Ich wollte mich waschen. Ich wollte unter die Dusche. Ich fühlte mich gesund.
aber ich war nicht gesund. Ich konnte nicht aufstehen und ich hatte meinen Körper voller Thrombosen. Ich hatte, meine Lunge war ausgefallen. Ich hatte einen Infarkt gehabt. Das hat mir die Schwester alles erzählt. Und die Schwester sagte mir auch, dass mein Herz minutenlang, 8 Minuten lang stillstand hat. Und sie mich nicht wieder belebt haben, weil man während einer Lungenembolie gar nicht wiederbelebt werden kann. Denn wenn die Adern des Blutes, also wenn diese Adern verstopft sind und das Blut nicht durch kann, dann gibt es auch keine Wiederbelebung. Und so wollten sie nur meinen Tod feststellen. Sie hat mir das erzählt und ich war erstaunt. Ich war total erstaunt, weil ich fühlte mich ausgeruht, als hätte ich geschlafen. Und im ersten Moment hatte ich auch nicht die volle Erinnerung an das, was passiert war. Ich hatte nur noch die Erinnerung daran, dass eben dieser Begleiter in mein Zimmer trat und am Fußende, aber ich habe ihn nicht mehr gesehen. Und dann im Zuge dieser Nacht und des nächsten Tages habe ich mich immer in Bildern erinnert und habe gedacht, was sind denn das für komische Erinnerungen? Und dann kam die tatsächliche Erinnerung wie eine Flutwelle. Und dann habe ich mich erinnert an alles. Dann habe ich mich erinnert, dass ich aufgestanden bin, aus dem Bett rausgegangen bin, obwohl ich gar nicht gekonnt hätte, weil ich überall verkabelt war und weil meine Beine fest umwickelt waren wegen der Thrombosen. Ich hätte gar nicht aufstehen können. Und ich erinnerte mich an den Vorhang und dass ich da durchgegangen bin. Und dann erinnere ich mich auch an das Gespräch auf der anderen Seite. Sie sagen, Sie sind aufgestanden. War Ihnen da bewusst, dass Sie nicht mit Ihrem physischen Körper aufstehen? Nein. Also in dem Nein. Moment war es Ihnen nicht bewusst. Wann ist Ihnen das dann bewusst geworden, dass Sie körperlich tot sind? Ich habe mich keine Minute als tot empfunden. Ich sah ja zurück auf das Bett. Also ich stand auf und ging zu diesem, ich weiß nicht, wie er heißt oder wer das war. Ich sage jetzt Freund dazu. Ich ging zu diesem Freund. Als ich mit diesem Wesen gesprochen habe auf der anderen Seite, da haben sie mir gezeigt, wie wir miteinander verbunden sind alle. Wie die Seelen auf der Erde miteinander verbunden sind. Und um mich herum bildete sich eine Blase aus Licht. Und in dieser Lichtkugel, da waren andere Kugeln rein verwoben. Und ich konnte durch diese Kugeln hindurchsehen, wie durch ein Fernrohr oder wie in so einen kleinen Fernseher vielleicht. Und ich sah, dass Menschen für mich gebetet haben. Ich sah Menschen, die ich gar nicht kannte, die anfingen, darum zu bitten, dass ich am Leben bleibe. Also andere lebende Menschen. Ja, lebende Menschen. Also meine Schwester zum Beispiel, die ist in ihrer Gemeinde gewesen und hat mit der Gemeinde für mich gebetet. Oder meine Mutter hatte eine Freundin angerufen und die Freundin hat Kerzen aufgestellt und hat gebetet, Fürbitte gehalten, dass ich lebe. Und ich habe das gesehen. Ich habe das auch sehr intensiv beschrieben, weil ich mich daran noch gut erinnerte. Ich wurde gewahr, dass wir miteinander verbunden sind. Dass wir Menschen miteinander verbunden sind. Auch wenn wir uns nicht sehen oder gar nicht mal besonders gut kennen. Also da waren auch Menschen dabei, die Sie nicht kannten, aber ja. Umgekehrt. Nein, meine Schwester hat zu ihrer Gemeinde Bescheid gesagt. Meine andere Schwester hat mit ihren Freunden darüber geredet. Mein Bruder, meine Mutter haben Menschen informiert über meinen Tod oder über mein Sterben. Und diese Menschen fingen an, Fürbitte zu halten. Sie fingen an zu beten. Sie haben Kerzen für mich entzündet und ich habe es gesehen. Und das
Ich wusste nicht, dass wir so miteinander verbunden sind. Und wie lange waren Sie dann noch im Krankenhaus? Nach der Embolie war ich noch fast 4 Wochen im Krankenhaus und bin direkt vom Krankenhaus in eine Anschlussheilbehandlung gegangen. Ich war mehrere Monate nicht zu Hause. Ich konnte nicht gut sprechen. Ich konnte nicht gut sinnerfassend lesen, eigentlich gar nicht mehr. Ich musste das neu lernen. Ich habe oftmals Worte verwechselt. Also, dass ich heute so frei sprechen kann, das war viel, viel, viel Übung dabei. Und das ist jetzt auch viele Jahre schon wieder her. Aber damals in den ersten Jahren habe ich oft Sätze verdreht und Worte verwechselt. Und ich musste wirklich vieles neu lernen. Sie haben ja gesagt, Sie haben sich nach dieser außerkörperlichen Erfahrung sehr gut gefühlt in dieser Nacht. Ja. Also ist das dann wieder verschwunden? Mein Körper war todsterbenskrank. Aber mein Geist, mein Gehirn hat das in dem Moment nicht so stark wahrgenommen. Ich fühlte mich großartig. Ich wollte, nachdem ich dann wach war, ich fühlte mich ausgeruht und ich wollte Kaffee trinken und duschen. Aber ich war todsterbenskrank. Ich konnte nicht aufstehen. Ich hatte in meinem ganzen Körper, in der Lunge, im Gehirn, es waren überall Trompen. Ich habe wirklich, wirklich eine schwere, fulminante Lungenembolie und einen Infarkt überlebt. Ja? Und das ging überhaupt gar nicht. Ich konnte nicht mal zur Toilette. Ich durfte überhaupt nicht aufstehen. Und ich konnte ohne Begleitung nichts. Ich konnte auch nicht richtig sprechen. Ich konnte kein Buch in die Hand nehmen und lesen. Das ging alles nicht. Monatelang nicht. Und ich habe insgesamt 3 Jahre gebraucht, bis ich wieder am Leben richtig teilnehmen konnte. Bis ich wieder das erste Mal ohne Begleitung mit meinem Kind damals 3 Tage wegfahren konnte an die Ostsee. Und dass ich das unbegleitet geschafft habe, in einen Zug einzusteigen, wieder auszusteigen, das hat 3 Jahre gedauert. Ja, ich habe über die ganze Erfahrung ein Buch geschrieben. Das heißt Elysium cum spiritu Dei. Ich habe darüber geschrieben, wie ich Frieden geschlossen habe mit meinem Leben, wie ich gestorben bin, sehr, sehr intensiv, was ich auf der anderen Seite erlebt habe und wie ich wieder zurückkam ins Leben. Darüber habe ich geschrieben. Ich habe über den Frieden geschrieben, der seitdem in meinem Leben ist, und ich habe die große Chance bekommen, meine Liebe zu leben und meine Liebe zum Leben jeden Tag neu auszudrücken. Hat sich durch diese Erfahrung Ihre christliche Sicht verändert? Ja. Was hat sich da verändert im Vergleich zu vorher? Also Sie waren zwar aus der Kirche ausgetreten, aber Sie haben gesagt, Sie hatten einen christlichen Hintergrund. Ja, ich war christlich sehr geprägt, das stimmt. Und was hat sich in diesem christlichen Weltbild verändert durch diese Erfahrung? Ich habe angefangen, die Dogmen, die uns weitergetragen werden, über einen strafenden oder strengen Gott, der aufzulösen. Ja. Ich habe angefangen zu begreifen, was Jesus, also was überliefert ist in der Bibel. Ich habe angefangen zu begreifen, was über Nächstenliebe und über Feindesliebe gelehrt wurde oder wird in der Bibel. Ja. Ich habe angefangen zu verstehen, was Jesus da gesagt hat, als er sagte, ich lebe und ich will, dass alle anderen auch leben. Als er gesagt hat, liebt euren Nächsten wie euch selbst. Durch diese Erfahrung sehen Sie das ja ganz anders. Also wie ist das dann vereinbar, dass Sie dann trotzdem in so einer Kirche bleiben? Also die Kirche ist lebendig durch die Menschen, die reinkommen und die Menschen, die Fragen stellen. Die evangelische Kirche zeichnet sich dadurch aus,
dass wir Fragen stellen dürfen und dass wir auch Dinge in Frage stellen dürfen, dass das sehr wichtig ist, darüber zu sprechen. Und dadurch ist es lebendig. Ja. Wenn wir gemeinsam über Bibelstellen sprechen und dann kommt jemand mit einer anderen Sicht oder sagt, könnte es nicht auch so gemeint gewesen sein, dann ist das für alle bereichernd. Und dadurch entwickelt sich dann der Glaube auch und bleibt nicht erstarrt stehen. Frau Eckstedt, vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Thank you.